Herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Kamesin und Purpur Video. In diesem Video geht's um die aktuell schnellste Variante, wie ihr Items duplizieren könnt. Und zwar fast im Sekundentakt. Ihr müsst bereits Koraidon oder Miraidon in die Kampfform bringen können. Also das Game müsst ihr durchgespielt haben. Dann geht ihr wie folgt vor. Zuerst achtet darauf, dass eure erste Stelle in der ersten Box leer ist. Als nächstes wechselt in die Kampfform. Gebt Koraidon oder Miraidon das Item, das ihr vervielfältigen wollt. Anschließend drückt ihr Plus und wieder Plus. Nun wechselt wieder in die Kampfform. So, das wäre bisher der einfachste Schritt. Fangt nun ein Pokémon. Am besten natürlich ein schwaches, das ihr schnell fangen könnt. Wenn ihr das Pokémon gefangen habt, müsst ihr die Option auswählen ins Team. Nun kann es ein bisschen tricky werden. Denn ihr müsst Koraidon / Miraidon, je nachdem welches Pokémon ihr habt, müsst ihr auswählen und zwar drückt ihr dabei A und dann gleich B. Das muss smoothig in fast derselben Sekunde ablaufen. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, mit der Zeit habt ihr es ganz bestimmt im Griff. Danach verstaut ihr das Item im Beutel. Nun ist es ganz wichtig, dass ihr wieder Plus und nochmals Plus drückt. Geht nun in die Boxen und wechselt das Koraidon an der ersten Stelle mit dem soeben gefangenen Pokémon. Diesem Koraidon in eurer Party gebt ihr nun wieder das gewünschte Item. Jetzt wählt ihr das Koraidon in der Party und wählt zur Reitform zurückkehren. Anschließend geht ihr in eure Party. Hier drückt ihr nun zweimal die X-Taste. Dadurch ändert sich linkes Fenster. In diesem Fenster nun drückt ihr die L-Taste. Jetzt könnt ihr vom Koraidon in der Reitform das Item nehmen und im Beutel verstauen. Geht anschließend wieder ins Hauptmenü und wählt wieder aus, dass ihr Koraidon in der Reitform haben möchtet. Anschließend wieder in die Box, zweimal X drücken, dann die L-Taste und vom Koraidon das Item wegnehmen. Das könnt ihr nun nach Lust und Laune so lange machen, wie ihr wollt, denn das Koraidon wird jeweils überschrieben, also hat es immer wieder das Item, das sich gerade in der Reitform befindet. Ihr seht dann, dass sich die Anzahl des Items erhöht hat. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter und wir sehen uns im nächsten Video wieder.